Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um den Lizard RMTB2-12. Dieser kam ja vor kurzem im Mod-Hub heraus und in diesem Video zeige ich euch den Mod mal ein bisschen ausführlich. Vorab aber noch ein paar kleine Informationen zu diesem Mod. Ihr findet den Mod aktuell noch unter Neueste Mods oder in der Kategorie Anhänger. Der Autor von diesem Mod heißt Caligua Modding Design und die Modgröße beträgt ca. 10,41 MB. Ist verfügbar in der Version 1.000, aktuell für alle Plattformen. Und bei dem Erstkauf von diesem Mod braucht ihr auf der Konsole ca. 7 Slots. Jeder weitere Kauf wird mit einem Slot belangt. Dann gucken wir uns das Ganze mal unter Mods und DLCs an und dann haben wir schon das gute Stück. Wie ihr seht, können wir hier im Prinzip auch viel laden damit. Im Prinzip alle Standardsachen, die man laden kann mit einem normalen Anhänger. Also zum Beispiel Getreide, Mais, Kartoffeln, Zuckerrüben, Stroh, Gras, Heu, Silage, Schweinefutter, Mineralfutter, Kalk, Mist, Dünger, Häckselgut oder halt komplettes Mischfutter oder halt auch Steine und Dünger zum Beispiel. Dann haben wir den im Shop hier, der Lizard RMTB2-12. Kommt Standard daher mit einer Kapazität von 15.000 Liter, wiegt ca. 3,4 Tonnen leer und kostet 16.500 Euro. In der Konfiguration könnt ihr hier noch wählen entweder 15.000 Liter, 8.500 Liter oder halt als Ballenwagen, geht natürlich auch, oder halt wieder mit 15.000 Liter. Dann haben wir hier noch die Reifenvariante, ist wählbar hier Standard oder halt als Breitreifenversion. Und ein Reserverad haben wir auch hier wählbar mit Ja oder Nein. Im Prinzip so, auch im Prinzip aus auf allen anderen Versionen auch. Auch zum Beispiel hier auf der 8500 Liter Version oder halt als Ballenwagen Version. So habt ihr immer als Not ein Ersatzrad dabei. Finde ich auf jeden Fall auch schon schick gemacht. Kennzeichen können wir hier auch noch wählen. Und dann kostet hier ungefähr dieser Mod hier mit dieser Konfiguration als Reserverad 17.250 Euro. Dann wollen wir den natürlich auch mal ausprobieren. Ne? Natürlich hier als Ballenwagen-Version haben wir hier die Spanngurte dabei. Ja, ist ja klar. Und dann switchen wir mal kurz zurück, weg. Und dann sind wir schon in einem Fendt. Dann hängen wir mal den Anhänger mal an. Hier haben wir natürlich alle Leitungen, die wir brauchen. Ne? Die ist auch alles so, dass man das halt auch gut sehen kann. Ne? Alles gut vernetzt. Dann haben wir natürlich die Tastenwahl. Erstmal natürlich das Licht. Ne? Haben wir natürlich auch am Start. Begrenzungsleuchten, das normale Licht. Ne? Links und rechts. Ne? Dann haben wir hier im Prinzip Blinker links, Blinker rechts. Rückfahrleuchte haben wir keine. Oder im Prinzip haben wir noch hier so eine Art Reflektoren an der Seite. Dann machen wir folgendes. Wir fahren mal drunter und gucken, was man laden kann. Links zum Beispiel hier im Prinzip alles, was man hier so hat. Steine, Kalk, Streusalz, Schnee, Heu, Gras, Getreide und so weiter und so weiter. Oliven kann man auch laden damit. Wir haben jetzt zum Beispiel mal Gerste laden. Ja. 15.000 Liter. Und dann können wir hier zum Beispiel auch hier hinfahren. Und wir wollen sagen, wir möchten es abkippen. Ja. Hinten oder Kornschieber. Also geht halt nur hinten oder Kornschieber im Prinzip. Da gibt das Ganze auch schön ab. Zum Beispiel.
können wir auch zum Beispiel wählen Kornschieber. Können wir mal gerade einmal die Animation noch angucken hier. Und dann haben wir hier noch die Kornschieber-Variante. Ne? Können wir bei Kornschieber ausladen. Sieht auch sehr interessant aus. Und dann fahren wir mal ein Stück weiter. Wir können jetzt zum Beispiel auch noch wählen, komplett mal hier entladen. Ne, da macht ihr die Klappen auf hinten, ist ja klar. Und geht natürlich komplett hoch. So kann man im Prinzip auch drunter gucken, wie der Anhänger aufgebaut ist und wie er kippt, in welchen Radius, sage ich jetzt mal so, oder in welche Gefälle halt, ne? Weil der kippt ja schon sehr hoch, wie man das sieht, das ist auch sehr interessant gemacht. Und hier kann man dann halt auch gucken, wie der unten drunter verbaut ist, ne? Sieht auch alles in Ordnung aus, finde ich auch cool gemacht hier, ne? Überall da mal Seilzüge, Plattfedern sind am Start. Die ganze Elektrik ist da. Wir haben hier einen Hydraulikzylinder. Hier alles top gemacht. Ne? Und dann können wir das Ganze natürlich auch wieder absetzen. Nehmen wir einen kleinen Wassertank als optischen Wassertank, um sich halt die Hände zu waschen. Und dann setzen wir den Ganzen mal wieder ab. Zum Beispiel. Und sehe ich gerade, wir haben noch Tastenbelegungen bei dem Anhänger wählbar. Dann machen wir das Ganze mal so. Dann fangen wir im Prinzip mit der L1-Taste an. Im Prinzip L1 und rechter Stick nach links oder nach rechts. In dem Fall jetzt erstmal nach links. Ja. Da haben wir die ersten Klappenseite vorne zu öffnen, also komplett auch. Können wir auch wählen, wie weit. Ne? Entweder nur halb oder nur ganz oben hin oder komplett auf. Da klappt natürlich das obere Teil auch runter und geht runter. Dann ein Stück weiter gehalten nach links. Dann klappt auch die andere Seite runter. Auch wählbar, in welcher Form. Natürlich, ja. Einzeln ansteuerbar hier. So, zack und zack. Auch sehr interessant gemacht. Oder ihr wählt jetzt im Prinzip mit der rechten Taste, also R1 gedrückt halten. Und rechter Stick nach links oder nach rechts. Da könnt ihr dasselbe machen. Im Prinzip R1 und rechte Taste, also die R3-Taste nach links oder nach rechts. Könnt ihr das gleich machen, auch hier oben bei dem ersten Abschnitt und auch bei dem zweiten Abschnitt. Ist wie gesagt frei wählbar, wie ihr das haben möchtet, ob ihr jetzt nur einen Abschnitt aufhaben wollt oder beide. Ja. Ihr könnt die natürlich auch wieder schließen. Genau das gleiche. Ja. Hier wieder, nur andersrum. R1 und rechter Stick nach links. Zack. Und auf der anderen Seite L1 und rechter Stick nach rechts. Zack. Wobei ist hier auch wählbar L1 und R1 und Dreieck für hier entladen, das hatte man ja eben. Oder auch hinten sogar die Klappen zu entfernen. Im Prinzip L1, R1 und rechter Stick nach oben oder nach unten. In dem Fall glaube ich jetzt nach unten. Nein, nach oben, okay. Nach oben und dann kann man auch die seitliche Klappe und die hintere Klappe zur Seite wegklappen. Ne? Zack. Ist auch auf jeden Fall cool gemacht. Da kann man zum Beispiel Paletten reinfahren oder Ballen reinfahren. Wohlgemerkt, sie sind aber dann nicht gesichert. Ne? Muss halt ein bisschen gucken. Und ihr könnt halt was anderes da reinstellen. Geht natürlich auch. Wie gesagt, L1 und R1. Rechter Stick nach oben. Für öffnen oder rechter Stick nach unten gedrückt halten zum Schließen. Ist auf jeden Fall cool gemacht. Dann haben wir natürlich hier noch die Ballenwagen. Ne, die haben ja die Funktion noch, dass man hier die Spanngurte noch anbringen kann. Ne, zum Beispiel. Und ist auf jeden Fall ein schöner Hänger. Also für 10 RB top. Kann man sehr viel machen damit und hat einige Features, die auch sehr interessant sind. Wie gesagt, knapp 10 MB, 10, 11 MB. Und das Ganze hat auf jeden Fall schon was. Hier steht noch eine Bedienungsanleitung rum. Ja.
haben wir auch die Feder, wo der Drehschimmel nach oben gehalten wird. Die Anschlüsse sind am Start. Hier ist immer nochmal Lizard dran. Ne? Reserverad ist da. Und den ganzen anderen Sachen auch. Optisch auch schon gut gemacht, muss ich sagen. Ja. Und kann man auf jeden Fall verwenden. Das war es aber leider schon von dieser Mod-Vorstellung. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, würde ich mich gerne über Feedback freuen. Falls ihr denn noch Fragen habt, Anmerkungen oder gerne mehr, schreibt es mir doch gerne bitte unten in die Kommentare rein. Besucht uns gerne aber noch auf Twitch oder gerne auf unserem Discord-Kanal, da sind wir gerne auch noch ab und an mal unterwegs. Oder kommt einfach mal live bei Twitch rein, abends zu gegen 19 Uhr. Da bin ich auch immer mit verschiedenen Spielen online. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen angenehmen Tag. Ich bedanke mich sehr fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.